Hey, wie fühlst du dich? Ich fühle mich ein bisschen gestresst und hoffe, dass es jetzt irgendwie so klappt, dass ich das einigermaßen hier kompakt rüberbekomme. Ich habe ja versprochen am Mittwoch, dass ich zur Sonne und Saturn noch ein Video machen werde. Jetzt ist Freitag, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich komme morgen nicht dazu. Der Nachmittag ist auch schon irgendwie eigentlich voll. Deswegen muss ich jetzt die Mittagspause nutzen, um das hier noch so zu machen. Deswegen habe ich so ein Gefühl, gerade so ein bisschen Druck. So fühle ich mich gerade. Ein bisschen unter Druck. Aber ich will das auch. Also ich will hier gar nicht jammern, um Gottes Willen. Ich will das ja auch so und habe ja auch Lust dazu. Und deswegen mache ich das jetzt in meiner Mittagspause. Ich hoffe, ich schaffe das. Was soll es gehen um Sonne und Saturn? Wir haben also Sonne, Saturn, Opposition am Sonntag. Um 6:34 Uhr ist die Sonne bei 16:01 und der Jupiter auch. Der Jupiter, der Saturn eben auch. Wobei das hier ein bisschen aufgerundet wird. Hier sieht man es genauer. 16:01:39 der Saturn und 16:01:39 die Sonne. Und das ist eben genau um 6:34:49 Uhr. Und das Interessante ist, dass das eben auf den Bezugsort, den wir hier haben, Berlin, eben dann direkt Sonnenaufgang ist. Das heißt, die Sonne ist direkt auf dem Aszendenten drauf. Sieht man hier auch im 90-Grad-Kreis. Aszendent, Sonne, Saturn, alles eine Linie. Und dadurch fällt die Opposition eben direkt hier auf den Horizont, macht das Ganze irgendwie optisch interessant. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe mir heute Morgen beim Kaffeetrinken irgendwie kurz überlegt, was könnte ich dazu irgendwie sagen. Und ich glaube, ich will das Ganze eben über die Jupiter-Saturn-Quadratsthematik aufrollen. Das heißt, die große Überschrift oder der große Bogen bleibt Jupiter und Saturn. Vor 4 Jahren gab es die Konjunktion von den beiden im Dezember 20. Und die gilt ja immer so als große Konjunktion. Deshalb groß, weil sie eben 20 Jahre lang eben dann anzeigt, wie so die Themen gesellschaftlich meistens sich irgendwie verändern, bewegen wollen können und so weiter. Und sie ist deshalb eben immer auch eine glückliche, wenn man so möchte, Konjunktion, weil eben der Jupiter mit seinem Bestreben nach Wachstum, Dynamik, Evolution und so verknüpft wird mit dem Thema der Qualität, mit Nachhaltigkeit, mit Dauer, Beständigkeit, Stabilität, Sicherheit in der Konjunktion. Das heißt, hat man so das Beste aus beiden Welten und die verbinden sich dann miteinander und das ist eigentlich immer erstmal irgendwie gut. Deswegen große Konjunktion. Und da wir das hier jetzt nicht so sehr oder immer weniger gesellschaftsorientiert die Dinge betrachten oder ereignisorientiert irgendwie betrachten, was wird hier irgendwie geschehen und welche Schicksale erwarten uns jetzt hier und wie wird sich die Gesellschaft verändern und so ein Zeugs, sondern es mehr die Dinge so betrachten. Ich merke, dass ich immer mehr Lust habe, irgendwie Fragen zu stellen. Also die Dinge so zu betrachten, dass es möglich wird, für dich Fragen zu stellen, nachzudenken, damit du eben die Astrologie auf eine Art und Weise irgendwie erfahren und erleben kannst, dass sie dir hilft, dich zu verstehen. Und dass sie dir hilft, die Welt, die du erlebst, deine Welt, die du erlebst, als Spiegel zu benutzen, um dich darin zu erkennen, um etwas für dich zu verstehen und dann eventuell Dinge für dich zu verändern, um eine andere Welt zu haben. Also der Fokus ist hier nicht so sehr, wie wird sich was im Außen verändern und wie partizipiere ich oder wie kann ich das vielleicht schon früher irgendwie wissen, was da passiert, damit ich mich darauf einstellen kann? Sondern der Fokus ist, wie kannst du dich selbst retten? Wie kannst du deine Welt selbst verändern? Wie wird dir klar, dass du Schöpfer oder Schöpferin deiner Realität bist? Denn das ist ja eigentlich das große Geschenk der Astrologie, dass sie uns das zeigt, dass sie uns dabei hilft, es besser zu verstehen und dass sie uns darüber ein inneres Gefühl von Autarkheit, Größe und Würde schenkt. Das Drama der Astrologie ist auch, dass sie im vulgärastrologischen Bereich, im ereignisangstgetriebenen astrologischen Prognosebereich eben das Gegenteil auch macht. Das heißt, da macht sie uns klein, unwürdig, abhängig
von irgendwelchen Kräften, die irgendwie über unser Leben bestimmen und so weiter. Das ist auch möglich mit der Astrologie zu haben. Und ich würde da gar nicht rumspekulieren wollen. Ich will nur sagen, das andere ist das, was mich interessiert. Und deshalb rutscht die Thematik, wie ich hier mit der Astrologie und diesen Dingen irgendwie umgehe, mit der Zeitqualität umgehe, rutscht es immer mehr hin zu dieser eher, stellst du dir die richtigen Fragen oder welche Fragen wären für dich sinnvoll, sie sich zu stellen, wenn du denn diese Zeitqualität irgendwie erlebst, damit du eventuell besser eben in, hey, das bildet etwas ab, was in mir so ist, das war mir gar nicht klar. Wie kann ich das verändern? Ah, das habe ich jetzt verändert. Hey, jetzt erlebe ich plötzlich das, was ich haben will. Ich habe plötzlich irgendwie meine Welt verändert. Ich habe mich gerettet. Und dazu spielt eben Jupiter und Saturn, diese Konjunktion, die spielt da einfach einen ganz, 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 ganz großen, hat da eine ganz große Überschrift. So. Bedeutet eben auch, dass damals vor 4 Jahren Jupiter und Saturn eben ja nicht nur irgendwas erzeugen, wo Gesellschaft sich irgendwie verändert, sondern ja in dir irgendwas erzeugen. Das heißt, in dir wird eine Vision erzeugt, einen Plan, eine Idee, ein Wunsch, eine Sehnsucht, eine große Sehnsucht irgendwie, die plötzlich entsteht, die damals hatten wir ja, die Konjunktion im 6. Haus, im Tierkreiszeichen Wassermann. Und da könnte man jetzt sagen, die Idee hat im weitesten Sinne des Wortes, ganz allgemein abstrakt, eben zu tun, dass du in irgendeiner Form mehr Freiheit, also die Idee wäre jetzt dann einfach abstrakt Jupiter und Saturn, eine freiheitliche Idee, eine unabhängige Idee, weil das Ganze im Wassermann ist und im 6. Haus in Bezug zu Alltag, Gesundheit, Arbeitswelt. So. Das heißt, in deiner Gesundheits-, Arbeits-, Alltagswelt hast du eine große Idee, eine große Sehnsucht, eine große Vision, die viel mit Freiheit und Unabhängigkeit zu tun hat. Ganz allgemein. So, ich habe damals das Horoskop genauer besprochen, Anliegen, bla bla bla, das ist jetzt nicht unser Ding. Wir haben also jetzt irgendwie so eine große Idee. Und wenn wir jetzt dann 4 Jahre später ins Quadrat kommen von den beiden, dann steht diese Idee, die da in dir entstanden ist, wie deine Welt, deine Gesellschaft für dich irgendwie sein soll, damit sie das irgendwie möglich macht. Gesellschaft jetzt wegen Saturn und Jupiter, die große Konjunktion, so. Dann wird diese Idee jetzt, gerät die in einen Spannungskonflikt jetzt. Und das bedeutet in so einem Zyklus-Betrachtungsgeschehen, dass es jetzt was zu lernen gibt. Was gibt es zu lernen? Du wirst im ersten Quadrat von so einem Zyklus immer damit konfrontiert, wie du es früher gemacht hast. Und zwar mit den Fehlern. Mit den, in dir tauchen jetzt energetische Muster auf, die Erfahrungswerte abbilden aus deiner Vergangenheit, die aber eben verhindern, dass die Idee sich geschmeidig, erfolgreich umsetzen lässt. Weil es jetzt eine Lernphase ist, eine spannungsgeladene. Und in der Lernphase wird dir bewusst, wie du es bisher immer gemacht hast, und das war nicht so schlau. Und darüber wird es möglich, das jetzt dann anders zu machen, zu lösen, einen anderen Weg zu finden, sodass eben in dieser neuen Umdrehung eben jetzt von etwas, was dir am Herzen liegt und es umgesetzt werden soll, dass das besser geht, dass da mehr davon umgesetzt werden kann. Und darin befinden wir uns aktuell eben in dieser ganzen Augustzeit, Jupiter-Saturn-Quadrat, könnte man sagen, hey, da tauchen die alten Sachen wieder auf. Wir merken, wie wir eben auf eine bestimmte Art reagieren, so, und wie wir darin unsere alten Dynamiken erkennen können, die eventuell eben nicht so vorteilhaft sind. Jetzt können wir was lernen, wie wir es anders machen können, damit die Verwertung eine viel bessere und schönere ist. Wir dürfen jetzt lernen. Dazu ist es da, damit dann eben in der Opposition eben das Ding irgendwie schön ausgeleuchtet wird und strahlend präsentiert. Und zwar viel mehr als sonst. Das ist der Punkt. Das heißt, das erste Quadrat in so einem Zyklus schleift die alten ungünstigen Mechanismen aus.
die bremsend sind und die eben nicht dafür sorgen, dass was Neues entsteht, sondern die dafür sorgen, dass ich wieder das Alte erlebe. So, das ist die übergeordnete Idee. Und die Idee war eben, hey, irgendwas Freies im Alltag. als großer Grundwurf. Und da ist eben halt der Punkt der Deutungshoheit so ein wichtiger, auf dem ich da so oft immer drauf rumgeritten habe, in den Lives und Videos und so. Und da will ich jetzt auch erstmal bei der Sache bleiben, weil eben das, was wir damals vor 4 Jahren erlebt haben, hatte viel mit Deutungshoheit zu tun. Da haben wir eben festgestellt, vielleicht für viele in ihrem Leben das erste Mal auf diese Art, dass es plötzlich einen riesigen Unterschied macht, ob andere im Außen für mich deuten und mir sagen, was ich dann eben zu tun habe, oder ob ich das für mich irgendwie deute und dass ich plötzlich zu einer anderen Schlussfolgerung komme. Und jetzt gibt es einen großen Clash der Bedeutungen und was das für Konsequenzen haben kann. Vorher gab es das noch nicht in der Form, so, ich würde jetzt mal sagen, so breit gefächert, dass man es so überall hat bemerken können. Sowas gab es natürlich immer schon, aber jetzt in der Masse und dieser Intensität vielleicht eben für viele das erste Mal. Deswegen, da haben wir gemerkt, wow, wenn andere das deuten, dann hat das für mich diese Konsequenz. Und wenn ich das für mich deute, hat es diese Konsequenz. Und es kann zusammenpassen, aber für viele hat es eben auch nicht zusammengepasst. Und deshalb ist Deutungshoheit ein ganz wichtiger Aspekt. Überhaupt bei dem Thema eben, wie wirst du Schöpfer, Schöpferin deiner eigenen Realität, ist Deutungshoheit ein ganz zentrales Thema. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, Jupiter, Entwicklung, Dynamik, Schöpfungsprozesse, Evolution, Sinnfindung. Du musst Sinn erarbeiten. Sinn ist nicht einfach da. So. Braucht einen eigenen Verwertungsprozess. Du musst Dinge in Bezug setzen. Du musst Dinge zusammenfügen. Du musst was synthetisch herstellen und sagen, ah, jetzt macht es passt. Da, es geht um deinen Sinn, den du dir irgendwie arbeiten musst. Und je bewusster dir das ist und je mehr du das machst, desto klarer werden dir deine eigenen Wahrheitsstrukturen und Glaubenssätze und was weiß ich nicht alles, die du in der Verwertung oder in der Materialisierung in deinem Umfeld irgendwie erlebst. Das heißt, desto mehr werden die Ereignisse in deinem Leben transparenter für dich. Das heißt, du siehst immer mehr durchscheinen deine Wahrheit, die da in den Ereignissen drin steckt und was das mit mir zu tun hat oder mit dir zu tun hat und was sich darin irgendwie abbildet. Das bedeutet auch, desto mehr kannst du eigentlich den Auftrag der Astrologie für dich irgendwie umsetzen, dass du sagst, meine Welt ist ein Spiegel, der mir hilft, dass ich mich darin irgendwie erkennen kann. So, je mehr du aber zulässt, dass andere diese Deutungsarbeit übernehmen und für dich deuten und dir die Wahrheiten irgendwie vorkauen und du das nur noch konsumierst, desto unfähiger, oder weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, desto weniger kannst du dich in dieser Welt dort draußen irgendwie erkennen und desto mehr delegierst du auch immer mehr nach außen. Und dann bist du trotzdem Schöpfer deiner eigenen Realität, aber die ist nicht schön. Und dann bist du Opfer. Du hast auch nicht das Gefühl, dass du das erschaffen hättest, sondern du glaubst, dass das andere irgendwie einfach regeln. Aber in Wirklichkeit schöpfst du dir das auch. Du weißt bloß nicht, was du da tust. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder stimmig ist. Es fühlt sich für mich nur so irgendwie an, ganz subjektiv, dass es eben deshalb wichtig ist, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, selbst nach Sinn und Bedeutung zu suchen und es nicht so dolle irgendwie den anderen zu überlassen. Und die Sonne, die jetzt in die Opposition zu diesem Saturn läuft, beleuchtet jetzt dieses Thema, das ich jetzt hier schon wieder irgendwie ausufernd irgendwie aufgegriffen habe, jetzt von 2 Seiten. Die Sonne will ich jetzt in diesem Kontext so benutzen, dass ich sage, die Sonne ist jetzt der Lichtstrahl, das Bewusstsein, das jetzt uns was ausleuchtet.
Und jetzt leuchtet die Sonne in der Opposition direkt auf den Saturn. Jetzt können wir also die Thematik von der Saturnseite aus betrachten. 4 Tage später, wenn dann die Sonne hier in den Jupiter reinläuft und dann das genaue Quadrat zum Jupiter hat, dann beleuchtet sie den Konflikt eben von der Jupiterseite aus. Da werde ich kein Video dazu machen können, glaube ich, das schaffe ich nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt mit dem hier irgendwie beschränken. Und jetzt ist eben so der Punkt, für was steht Sonne und Saturn in diesem Horoskop? Die Sonne selbst ist Herrscherin vom 12. Haus. Wir haben also die Spitze des 12. Hauses im Tierkreiszeichen Löwe und die Sonne repräsentiert jetzt das 12. Haus. Das 12. Haus ist eben auch, wie immer, Symbole sind wahnsinnig vieldeutig, aber eben unter anderem auch die Vision, der neue Traum, das neue Erwünschte, was eben im 12. Haus eben jetzt entstanden ist. Das heißt, im Kontext jetzt mit Saturn, Jupiter, ist die Vision, die du hattest, als Jupiter und Saturn in Konjunktion gegangen sind, deine freie Alltags-, Arbeits-, Gesundheits-, Empfindungsstruktur, wie auch immer, das Bild, das damals entstanden ist. Die Sonne repräsentiert hier jetzt eben die Verbindung mit dieser Sehnsucht oder die Sehnsucht zu diesem Wunsch, zu dieser Vision hin. Die Sonne ist also Repräsentantin von diesem Traum, von dieser Vision und möchte diese Vision als Jungfrau Sonne genau betrachten, genau wahrnehmen, analysieren, bis in die Details herein irgendwie jede Kleinigkeit davon irgendwie betrachten, sodass dir klar wird, warum du das eigentlich willst mit einer Sonne im ersten Haus. Warum wollte ich jetzt eigentlich nochmal diese Vision? Das ist hier die Frage. Der Saturn ist jetzt aber eben hier Herrscher vom 5. Haus. Das bedeutet, die Spitze des 5. Hauses ist im Tierkreiszeichen Steinbock und dadurch wird Saturn Herrscher und der geht ins 7. Haus, also auf den Deszendenten drauf. Das 5. Haus hat eben zu tun mit Gestaltung, Umsetzung, kreativem Ausdruck und so. Bedeutet also, dass der Saturn den Gestaltungsprozess der Vision umsetzt. Denn wir haben hier Vision. Erstes Haus ist, ich entscheide mich, das Ganze umsetzen zu wollen. Deswegen, da gibt es eine Entscheidung, ich will meine Vision umsetzen. Und dann kommen verschiedene Schritte. Und das 5. Haus ist in diesem Prozess jetzt die tatsächliche gestalterische Ausdrucksform dieser Vision. Die wird aber jetzt von anderen bestimmt. Das heißt, der Saturn in 7 symbolisiert jetzt die Meinung anderer, wie die Gestaltung ausschauen soll. Die Umsetzung ausschauen soll. Und die zwei Sachen stehen sich jetzt hier in Opposition. Also die Meinung der anderen, wie die Vision umgesetzt werden soll und meine Sehnsucht, wie ich meine Vision verstehe und wie ich mich dafür entscheiden möchte. Bedeutet, hier bin ich mehr mit mir, mit meiner Vision, mit meinen Wünschen, mit meinem Traum verbunden und bin da achtsam, sorgsam damit. Vielleicht aber eben auch unsicher, wenn man die Jungfrau so deutet. Und hier, der Saturn ist eher so, hey, das wird so gemacht, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden. Bedeutet also, dass die Gefahr hier in der Thematik oder die Herausforderung in der Horoskopsgeschichte hier darin besteht, dass der Saturn jetzt eben eher so die Machtkultur im Außen symbolisiert, wo ich wieder Deutungshoheit nach außen delegiere und eben gehorche oder eben brav bin oder eben mitspiele so und zulasse, dass das Außen definiert, wie die Dinge in Ordnung sind oder wie sie geordnet ablaufen müssen und so weiter. Und dass das dem widerspricht, was ich eigentlich wollen würde in Verbindung mit meinem 12. Haus. Weil die Sonne Herrscher von 12 ist. So. Die große Herausforderung in dem Horoskop in meinen Augen ist, dass ich den Saturn eben in 7 so verstehen und verstehen müsste, oder das oder die Konstellation für mich irgendwie so umsetzen kann, dass der Saturn in 7 die Inspirationsquelle im Außen ist. Das kann sie aber nur werden, wenn ich eben in der Lage bin, selbst Sinn zu verleihen. Bedeutet, ich erlebe im Außen etwas, ich erlebe den Saturn im Außen, so der eben bestimmte Dinge für Gestaltung irgendwie vorgibt, Saturn als Herrscher von 5. Aber das
bedeutet für mich jetzt nicht, dass ich das so machen muss, wie das da im Außen so erzählt wird, sondern ich kann das auf mich wirken lassen. Ich kann das als Inspirationsquelle benutzen und schauen, was macht es mit mir und was daraus entsteht denn da? Und jetzt verleihe ich den Ereignissen einen Sinn, erarbeite mir aus dem Sinn, der dann entsteht, irgendwie eine Idee, was es für mich bedeutet und habe jetzt dann selbst eine Entscheidung, die ich treffe. Also jetzt habe ich das Umfeld mit dem Saturn als Inspiration benutzt, um eben selbst meine angemessene Jungfrau in 1 Entscheidung zu treffen, wie ich meine Vision umsetzen oder wie ich mich entscheiden will, dass das losgeht. Das wäre so ein Aspekt, der mir da vordergründig irgendwie einfällt. Das heißt, es ist wieder die Schwierigkeit, mir meinen Sinn zu erarbeiten, wird jetzt so deutlich, dass eben mir gegenüber die Machtkultur im Außen begegnet, die eigentlich nicht möchte, dass ich es selbst mache, sondern die sagt, mach doch einfach das, was wir dir sagen. Gehorche einfach. Und da muss ich im Prinzip in dieser Opposition stark bleiben und bei mir bleiben. Und dass der Saturn dann eben halt der Jupiter im 10. Haus steht und da im Quadrat zur Sonne hat, verdeutlicht, dass das ist wirklich eine Herausforderung, bei dir zu sein, bei dir zu bleiben und dich nicht den vorgefertigten Wahrheiten und Meinungen, dich nicht von denen vereinnahmen zu lassen, sondern sie zu sehen und sie zu verarbeiten, sodass sie für eine Inspirationsquelle, für eine eigene Idee werden können. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das ist so ein bisschen so der klassische Klischee-Konflikt. Schatz, welches Kleid soll ich heute anziehen? Das blaue oder das rote? Keine Ahnung, mir gefallen beide. Ja, sag doch mal, naja gut, das blaue. Und dann kommen, okay, und dann ziehe ich das gelbe an. Und dann würde jetzt irgendwie Schatz sagen, aber das hast du mich gefragt, das ist nicht mal das eine. Ja, aber das hat mir jetzt geholfen, irgendwie das Gelbe rauszufinden. Und das ist das, was ich meine. Das heißt, wir brauchen im Außen ein Gegenüber. Wir wollen eventuell irgendwie die Meinung wissen. Und das bedeutet aber für uns nicht, dass wenn die dann sagen, ja, mach es doch so, dass wir es dann so machen. Das bedeutet auch nicht, dass wir dann das Gegenteil machen, sondern es kann eben bedeuten, dass eben über die Interaktion eine neue Idee entsteht. Und jetzt weiß ich, was ich da irgendwie machen möchte. Und so mit den Dingen, die uns begegnen, umzugehen, das finde ich, drückt dieses Horoskop sehr, sehr, sehr gut aus. Jedenfalls spricht es das in mir an. So, das stimmt, was weiß denn ich? So, ja, aber es ist meine, das ist mein Sinn, den ich daraus irgendwie erarbeite. Was auch noch interessant ist, ist, dass der Mond, das Spannungsfeld, das eben entsteht durch Saturn und Sonne, dass der Mond dazu ein Sextil hat, also ein Sextil zur Sonne und ein Trigon zum Saturn. Das bedeutet, die Spannung, die hier aufgebaut wird, die fließt über den Mond ab. Der Mond nimmt die Spannung raus und baut sie, nimmt die auf. So. Im astromedizinischen Kontext sind es oft dann die Organe, die die Spannung übernehmen und eigentlich Druckausgleich herstellen wollen und dadurch werden die dann oft auch krank. Und der Mond ist jetzt ein Skorpionmond, der im 3. Haus ist. Und das würde bedeuten, dass es wahrscheinlich, wobei das eben die Frage ist, wie du damals reagiert hast oder wie du so gestrickt bist, aber das ist für mich ein Symbol für, hey, überwinde dich, Mond in Skorpion, mit deiner inneren Dramatik und halt den Mund. Natürlich kann ein Skorpionmond in 3 auch irgendwie exzessives Plappern sein und alles irgendwie nach außen tragen müssen. So. Aber ich glaube, im Kontext von dem ist es eher so, du spürst die Spannung, die zwischen dir und dem Du entsteht, zwischen Ich und Du, Saturn im Du, Sonne beim Ich. Du spürst das Spannungsfeld in dieser Beziehungsbegegnungsebene und der Skorpionmond in 3 ist eher so, ich glaube, es ist besser, wenn ich nichts sage. Ich halte es aus,
ohne mich dazu zu äußern. Heißt nicht, ich ignoriere, sondern ich schütte nicht weiter Öl ins Feuer, sondern lass es gut sein. In dem Fall würde ich sagen, unerlöste Skorpionmond, Dritthaus, Thematik ist, ich piekse und trieze und provoziere noch umso mehr, dass das Ganze irgendwie mir um die Ohren fliegt. Ich glaube, hier wäre gut, eine Haltung zu finden von, ich halte mich zurück. Kommunikation, drittes Haus, ist eher ein bisschen, ich überwinde mich und kommuniziere nicht unbedingt das einfach so frei von der Leber, was mir da so auf der Seele liegt, sondern bin da achtsam und eher erstmal zurückhaltend. Das wäre meine, boah Gott, 28, das wären meine Grundideen. Wir müssen jetzt irgendwie leben mit dem, was ich jetzt hier gequatscht habe. Ich muss damit leben, was ich jetzt hier so gequatscht habe. Ich bin überhaupt gar nicht sicher, ob das jetzt halt für dich in irgendeiner Form sinnvoll sein kann. Aber ich lasse das jetzt so. Und wird schon irgendwie. Also mach dir Gedanken darüber nochmal, was sind deine Wahrheiten und was nicht? Welchen Sinn hast du eingekauft und welchen eben nicht? So, was ist deins, was du erzeugt hast? Mach dir Gedanken, was ist dein großer Wunsch? Was ist das, was damals entstanden? Wo willst du hin? Was ist die große Vision, die für dich da irgendwie als großes Idee? Ich weiß nicht, ob du da eine Vision hattest oder ob du da irgendwie dazu einen Zugang hast, aber was könnte deine Saturn-Jupiter-Konstellation, deine Saturn-Jupiter-Vision irgendwie sein für die nächsten 20 Jahre? Was ist das, was du da irgendwie groß angelegt gerne haben wollen würdest in deinem Alltag, also sechstes Haus, sehr frei und unabhängig? Und mach dir jetzt darüber Gedanken, dass jetzt eine Phase ist, wo du lernen kannst, wie du mit solchen Visionen, eventuell auch konkret mit deinem Plan, der da gereift ist, wie du jetzt lernen kannst, anders damit umzugehen. Und das bedeutet aber auch, dass du jetzt eben gerade erfährst, wie du damit nicht umgehen solltest, beziehungsweise wie du bisher damit umgegangen bist, auf eine nicht so ganz förderliche Art und Weise. Und deshalb kannst du lernen, wie du es jetzt anders machen kannst. Deshalb kannst du die alte Dynamik loslassen und eine neue entstehen lassen, entwickeln. Das ist immer das, was mit dem ersten Quadrat möglich ist. Es ist sozusagen ein ganz großer Lernaspekt im Aufbauen von so einer Idee. Und das bedeutet immer, okay, ich muss auch lernen, wie ich das bisher gemacht habe, was nicht so gut funktioniert hat, damit ich mich von diesen Mustern lösen kann, damit ich mehr Erwünschtes umsetzen kann. Da stecken wir drinne. Und die Sonne-Saturn-Thematik ist so, bist du verbunden mit deiner großen Vision und weißt du, was du da willst, wie du das angemessen angehen kannst und oder lässt du dich dann eben bei dem, wie du dich da entscheiden sollst, zu stark von dem Saturn in 7, der über die Gestaltung und über die Umsetzung bestimmt, von außen steuern, sodass es wieder nicht deins wird. So. Wie sehr kann das Außen inspirierend sein für dich, sodass du wirklich eigene, für dich maßgeschneiderte Jungfrau Entscheidungen treffen kannst und nicht dagegen oder dafür sein musst, sondern Jungfrau für dich passend eine Idee entwickelst. Und da ist es ganz wunderbar, nach draußen zu gucken, was passiert um mich herum und das auf dich wirken zu lassen und daraus eben neue Dinge entwickeln. Und in vielen Kontexten, wo Spannungsfeld ist, macht es vielleicht irgendwie Sinn, eben den Mund zu halten, es auszuhalten, dich nicht dazu zu äußern. Damit das Alte nicht wieder Schwung bekommt. So, jetzt mache ich irgendwie Pause. Jetzt muss ich ja Pause machen, denn jetzt geht's gleich weiter hier in der Praxis. Ich hoffe, es war für dich hilfreich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Mittwoch zum Live. Bis dann. Tschüss.